Tobix, jetzt zu einer weiteren Folge DSJ4. Ja, wir sind wieder hier und ja, wir hauen uns jetzt in den ersten Durchgang. Ich habe jetzt gerade mitbekommen, dass ich ja am Ende jeder Folge sagen muss oder mehr oder weniger irgendwie einen geeigneten Raum lassen muss für die Replays. Das habe ich wieder mal ignoriert, gleich wie bei den anderen zwei, wie beim ersten, zweiten Durchgang in Klingenthal. Ich versuche das jetzt irgendwie quasi zu sagen und jetzt schauen wir uns nochmal die besten Sprünge der Qualifikation des ersten Durchgangs, zweiten Durchgangs an. Aber ja, wir werden sehen, wie ich das machen werde. Aber gut, wir starten jetzt mit dem 50-Mann-Feld in den ersten Durchgang. Und wir werden starten, hier fallen am meisten Leute raus, tatsächlich. 17 in der Qualifikation und 20 im ersten Durchgang. Und wir werden starten mit Ilmir Hatzedinov. Mal schauen, ob der Russe es schafft. So wie in Kusamo. Auch er kommt sehr hoch. Meine Güte, das war ein super Start in diesem ersten Durchgang. 144,5 Meter. Das ist jetzt schon schwer zu übertrumpfen. Meine Güte, das war ein super Sprung gleich zu Beginn. Nächstes haben wir Andreas Kofler. Auch er kommt richtig gut vom Schanzentisch weg. Aber er kann das nicht so krass nutzen, da er im Luftpump Probleme gehabt hat. Aber 141,5 Meter ist trotzdem sehr, sehr gut. Und man muss diese göttlichen Bedingungen für diese Luke hier jetzt mal ausnutzen. Gerade Manuel Popping als nächstes. Na, er nutzt das nicht mehr so aus wie die beiden zuvor. Aber 137 Meter Rang 3, da kann er sich durchaus für den zweiten Durchgang qualifizieren. Aber wir werden sehen, ob er das dann auch macht. David Kubacki, wir starten hier gerade sehr, sehr schnell hintereinander, da die Bedingungen gerade sehr gut sind. Auch er kommt auf die 140er Marke, über die 140er Marke, 143 Meter Rang 2. Wow, das war ein super Start gleich mal mit den ersten vier Personen. Als nächstes haben wir Vincent de Compsevoyard, der sich als zweiter Franzose auch qualifiziert hat. Der hier aber leider daneben tritt und die Last mehr oder weniger auf seinen Teamkollegen lässt. 121 Meter hier für ihn jetzt. Auch qualifiziert, schönerweise. Radik Schaparov. Letztes Mal hat sich ja glaube ich, eher qualifiziert. Und heute schaut es auch wieder ein guter erster Durchgang aus. Wow, 4 mal die 20. 136,5 Meter, da ist er schon mal gut mit dabei. Auch kann man nichts meckern. Hier mit den perfekten Noten, die er hatte. Markus Eisenbichler. Auch er hatte hier kleine Probleme kurz nach dem Absprung. Und das merkt man halt gleich direkt hier. Denn der Wind ist ein bisschen eingeschlafen wieder. Jeden Zehntel Meter merkt man hier. 133 hier jetzt für Markus Eisenbichler. Als nächstes haben wir Severin Freund, der auch wieder die 08er Marke hat. Sehr stark halt dran kratzt, wie auch immer. Wir werden sehen, wie weit es ihn runtertreibt. Ja, auch über die Hills heißt auf jeden Fall. 142,5 Meter, sehr gute Noten. Und es gibt mal Rang 2 hinter Ilmir Hatzedinov. Als nächstes haben wir hier Pascal Kehlin, der sich auch qualifiziert hat. Als einziger Schweizer, glaube ich sogar nur. Dieses Mal. Und er vertritt auch seine Nation sehr gut. 138,5 Meter, da hat er nochmal ein bisschen Wind unten bekommen und ist im Moment auf Rang 5. Andreas Stiernen. Wie läuft's bei ihm? Gleich sind wir schlauer. Aber er kommt auch sehr, sehr gut weg. Auch eher sehr weit runter. 145 Meter. Die Noten sind nicht die besten gewesen. Aber er ist 0,1 Punkte hinter Ilmir Hatzedinov auf Rang 2. 145. Jetzt schon. Das wird noch was. Dieser Durchgang wird noch was, meine Damen und Herren. Kento Sakoyama. Vielleicht schläft auch der Wind ein und er wird doch nicht mehr so spektakulär. Wir werden sehen. Er hat in der Qualifikation auch einen sehr guten Sprung. Hier leider komplett daneben gesetzt. Da sehe ich sehr, sehr viele Parallelen zu Gregor Schlierenzauer im ersten Springen. Also 112 Meter. Da wollte er viel zu viel und hat ordentlich daneben getreten. Mal schauen, wie es Martin Nomme geht. Ja, nicht der Ultrasprung, aber wieder sehr, sehr solide. 133 Meter, Rang 9. Ja, wir werden sehen, wo es ihn hintreibt. Wahrscheinlich eher nicht im zweiten Durchgang, aber trotzdem ein guter Sprung für ihn jetzt hier.
William Rhodes. Mal sehen, ob gleich wie Kevin Bickner vom ersten Bewerb ja das nachmachen kann und sich qualifizieren kann für den ersten für den zweiten Durchgang, meine Güte. Ja, wir werden sehen. Immer mehr vorher die guten Noten gerettet. Ich weiß nicht, ob das hier wieder die Möglichkeit ist. 134,5, das ist ein bisschen kürzer. Und jetzt schon auf Rang 9. Man wird sehen. Man wird sehen. Aber ein Auge werden wir auf ihn werfen. Grüne Welter. Keine Ahnung, ich habe irgendwie so das Gefühl, es wird 35, 36 so rundherum. Mal schauen. Grüne Welter aber, immerhin wieder. 139,5 Meter. Das war ein guter Sprung. Damit ist er im Moment auf Rang 6 und sehr, sehr gute Chancen, dass er sich im zweiten Durchgang mit dabei ist. Jan Matura. Sich qualifiziert natürlich, wollte ich sagen. Und er ist auch hoch. Aber hat er doch einen kleinen Wackler in der Luft noch. 142 Meter, das ist nur Rang 6. Aber über die Hills ist immerhin 6 Leute von 15. Nenne ich 6 Leute. 5 Leute von 15. Jeder dritte über die Hills ist. Wahnsinn, oder? Oder auf die Hills ist. Jaka Waller. Jaka Waller kommt hier auch erstmal gut weg, aber fällt dann doch durch, mehr oder weniger. 133,5. Also man sieht, man hat hier eine Zweiklassengesellschaft. Die, die es über den einen Punkt schafft, wo die nochmal mehr oder weniger abheben oder ob die das oben länger raushalten können und dann segeln oder auch nicht. Also man sieht hier, Kusamo streut wieder mal extrem. Matschekot. Auch er wird hier die untere Etage nehmen. Ja. 95 Meter ist dann schon sehr, sehr kurz, weil er wirklich sehr, sehr spät war, der Sprung. Denis Kanilov. Auch er kommt hier gut oben raus. Und belegt einen vorderen Rang damit. 140,5 Meter. Damit ist er auf Rang 7. Sehr schön. Shohei Tochimoto, fast haben wir schon wieder 20 Leute hinter uns. Wahnsinn. Aber wir sind heute auch schnell unterwegs. Shohei Tochimoto kommt mal gut raus. Ist sehr hoch unterwegs auch. Und kommt auch auf 145 Meter, aber die Noten reichen nicht ganz. Und deswegen ist er auf Rang 3. Also 144,5, 145, 145, Wahnsinn, was da sich vorne gerade abspielt und wir sind noch nicht mal bei der Hälfte des Feldes. Wahnsinn. Könnten locker gerne nochmal solche Sprünge kommen hier. Jakub Janda, was er in der Qualifikation hinterlassen hat, war super, aber das hier ist nichts. Leider 132 Meter, Rang 17, da wird er schon weg sein, bevor er da irgendwie was von sich geben kann. Gleich ist auch der erste qualifiziert nach Sebastian Colloredo, wird wahrscheinlich Ilmer Hatzidinov sein, weil ich bezweifle sehr stark, dass jetzt Sebastian Colloredo einen weiteren Sprung setzen würde, auch wenn ich einen perfekten Absprung schaffen würde. 136,5 war trotzdem Bedingungen entsprechend nicht schlecht, aber da kann er nichts machen. Rang 13 im Moment. Mal schauen, was Joachim Hauer machen wird. Der Wind ist wieder ein bisschen eingeschlafen. Also von 08 Aufwind nur mehr auf 02, 03. Jetzt kommt der Wind wieder, aber das hilft uns schon nichts, wenn er schon oben nichts hatte, um ein Polster aufzubauen. 133 Meter für Joachim Hauer jetzt. Also man merkt, es ist eine sehr, sehr unterschiedliche Sprungbedingungen hier. Und mal schauen, wie es auch Daiki Ito liegt. Der war sehr, sehr knapp qualifiziert. Nach der Qualifikation. Wir schauen, wie es für ihn hier läuft. Auch wieder ein guter Indikator, möchte ich gerade sagen. 137 Meter, Rang 12. Das ist, finde ich, meiner Meinung nach wirklich ein sehr guter Indikator gerade. Ob man dabei ist oder nicht. Gregor Schlierenzauer kann es besser machen als in der letzten, im letzten ersten Durchgang. Er ist wieder leicht früh unterwegs, im Gegensatz zum Spätsein. Aber 130,5 ist einfach zu wenig. Muss man ganz klar sagen. Also Qualifikationsspringer hier bei mir zumindest typisch. Richard Freitag. Auch er verpasst den Absprung. Und kommt irgendwie noch runter auf 125,5 Meter. Hat man gesehen, wie lange der schon eigentlich am Boden gekratzt ist. Aber der wollte nicht landen. Aber ist mir nichts anderes übrig geblieben. Also jetzt hatten wir ein paar schlechtere Sprünge. Mal schauen, wie es mit Antonin Hayek wird. Vielleicht können der wieder einen guten rauszaubern. Da im Moment nicht wirklich Aufwind herrscht, wird jeder Fehler hier eiskalt bestraft. Und 134,5 Meter. Er hatte zwar zum Schluss ein bisschen Aufwind, aber das half ihm dann halt nichts mehr. Und Rang 18 ist für Antonin Hayek.
Mackenzie Boyd Close. Kann er sich qualifizieren? Wir werden sehen. Im Moment Rückenwind bis Seitenwind. Also der Wind hier dreht gerne mal, wie man schon gesehen hat hier in Cusamont. Aber er, Mackenzie, guter Sprung, Rang 10. Also wir werden ihn höchstwahrscheinlich wieder im zweiten Durchgang sehen, weil, naja, die ersten 10 sind gleich mal qualifiziert, die ersten 7 an der Stelle bis Jan Matura, das heißt alle bis 142 Meter gesprungen sind, alle über die Hillsides gesprungen sind, außer natürlich Andreas Kofler, der bei 141,5. Einfach gute Noten. Ja, und Ilmir Hazedinov, die Startnummer 1 führt noch immer. Also es sind kuriose Sprünge, da hier die Bedingungen wirklich schlechter sind als beim ersten Drittel des Startfeldes. Beziehungsweise ganz am Anfang. Alex Insam hier für Italien hat zumindest ein bisschen Aufwind und kann auf 138 Meter kommen. Das ist im Moment Rang 13 und ich würde ihm auch gute Chancen zuschieben, dass er in den zweiten Durchgang kommt. Ja, auch er startet mit Rückenwind gleich hier am Anfang. Kenneth Ganges, aber der Wind dreht sich halt so ein bisschen. Aber im Nullerbereich, mehr oder weniger im niedrigen Nullerbereich. Und ja, das war auch kein erster Durchgang für ihn, 110 Meter. Also auch ganz, ganz, ganz übel hier, die Streuung im Moment gerade. Jan Schiobro. Man merkt auch, wie so eine klitzekleine Brise Wind viel ausmachen kann. Oder wenn man einfach den Absprung besser erwischt. Man sieht es hier, 138 Meter für Jan Schiobro, das ist Rang 11 und damit ist er knapp noch nicht dabei, aber Mackenzie Boyd Close ist dabei. Also es gilt wieder über 150 Punkte Regel im Moment gerade, also 150, 450, 3, ja, aber im Moment 150 Punkte drüber, müsste schon gehen. Wladimir Zograwski hat wieder besseren Wind, kommt auch gut weg von oben und legt auch eine solide Landung hin. 139 Meter, Rang 10, da ist er schon mit dabei. Janne Ahonen, ja, mal schauen, was mit ihm passiert, kommt dann im zweiten Durchgang hier. Auch bei seinem Heimspringen, das sah mir ein bisschen spät aus, fühlt sich auch so an in der Luft. Aber 131 Meter ist einfach zu wenig und da werden wir wohl keinen Finnen im Finale sehen, außer wir... Ah doch, es kommen noch zwei, okay. Aber der erste von den dreien, glaube ich, ist schon mal nicht im zweiten Durchgang. Okay, wir haben jetzt 12 Leute im Moment mit dabei, bis inklusive Jan Schiobro. Und Roman Kudelke hat jetzt wieder den guten Aufwind, den schon die Führenden hatten, aber er geht wieder ein bisschen zurück, bevor er hier überhaupt in die Luft kommt. Aber trotzdem schaut das wieder nicht schlecht aus, aber er kommt auch nicht über die Hillsides, auch nicht mal dran. Und 38,5 Meter, damit ist er auf Rang 12 und das scheint im Moment mehr oder weniger fast das Maximum zu sein, dass die Leute hier rausholen. Also, nicht gerade perfekt, auch Juri Tepes hier. Setzt alle Hoffnungen auf eine Qualifikation in den Sand. Jetzt schon Rang 31. Das sagt doch alles aus. So, Kamil Stoch. Nach ihm sind 15 Leute qualifiziert. Er kommt hier gut raus. Auf jeden Fall besser als viele Leute zuvor. Die Weite passt nicht 100%. 135,5 Meter ist nur Rang 18. Aber inklusive Radik Schaparov sind schon mit dabei. Also Radik Schaparov ist schon mal mit im zweiten Durchgang. Ja, als nächstes haben wir Stefan Laie. Mal schauen, wie es ihm gehen wird. Der Wind ist durchschnittlich, aber der Absprung sah gut aus. Hatte zwar einen Pendler oben, aber mal schauen, wie weiter gehen kann. Ja, das sah gut aus. 140,5 Meter, Rang 8, locker mit dabei. Vielleicht auch Noriaki Kasai, aber der Wind... Der macht ja, was er will, bekanntlicherweise. Mal schauen, wie es bei ihm hier ausschaut. Ja, der kommt auch hoch runter. Sehr schöner Sprung. Wieder für Noriaki Kasai. Rang 10, 109,5 Meter. Da ist er voll mit dabei noch im zweiten Durchgang. Mal schauen, wie es Lars Antonissen geht. Mal schauen, ob ihm die wechselnden Bedingungen hier liegen. Beziehungsweise, ob er den richtigen Absprung treffen kann. Man weiß noch nicht. Rang 22, 137,5 Meter. Wir werden sehen, ob das reichen wird oder nicht. Keine Ahnung im Moment. Piotr Schiller. Im Moment sind 18 Leute mit dabei. Gleich 19. Mal sehen, wie es für ihn klappen wird. Piotr Schiller kommt auch nicht
wirklich gut ran. Rang 26 mit 133 mit 35,5. Na gut, dann hat er schlechte Noten gehabt. Gut. Inklusive Daiki Ito schon dabei. Das heißt, Kamils doch wäre der nächste und dann Manuel Poppinger. Also wir werden sehen. Nesh Deschmann war schon mit dabei. In der Qualifikation. Der musste sich nicht mal qualifizieren, glaube ich. Wenn ich jetzt hier richtig rechne. Nee, doch nicht. Blödsinn, jetzt kommen ja erst die letzten. Jetzt sind die bis 20 mit dabei. Also bis inklusive Daiki Ito. Jetzt erst. Das darf ich nie vergessen. Wo ist denn der gute Ineshishman auf Rang 6 gelandet? Mit 141 Metern. Das habe ich jetzt ein bisschen ignoriert, weil ich so einen Denkfehler hatte. Gut, ich schaue mich eher jetzt hier um, weil im Moment scheint es ziemlich unmöglich, auf die Führung zu kommen. Ja, ein chaotisches erstes Durchgangsspringen hier gerade in Kusamo. Mal schauen, was die letzten 10 machen. Wir starten mit Jane Damian und fassen den rekordverdächtigen Aufwind. Aber er kann es nicht so wie in der Qualifikation nutzen. Er ist ein bisschen spät dran, sonst wäre er wieder sicher gut abgegangen. 133 Meter, Rang 32, da sieht man schon keine. Ja, das ist schon nicht mehr dabei und wird wahrscheinlich seinen 10. Platz im Weltcup auch verlieren. Das heißt, er muss sich nächstes Mal wieder qualifizieren. Schade ist aber so. Robert Kanisch hat er wohl alles schon in der Qualifikation rausgeschmissen gehabt, Jane Damian. Robert Kranjec aber nicht, denn der geht auf jeden Fall deutlich besser und kommt auch über die Hillsize. 143 Meter Rang 4. Also ist er schon sehr gut mit dabei auch. Zwar unter 160 Punkte, aber die ersten vier sind, ersten drei sind, die sind ziemlich gut vorne. Aber immerhin. Wir werden sehen, was als nächstes passiert. Wir haben jetzt Ronan Lamy Chapuis. Kann er sich zumindest qualifizieren als einziger Franzose? Auch er scheint mir sehr spät zu sein. Mal schauen, ob er um die Rang 20 hinbekommt noch. Rang 33, 134,5 Meter, da ist er schon auch nicht mehr mit dabei. Jarko Meete. Mal schauen, was er schaffen wird hier bei seinem Heimspringer. Der Absprung sah mir sehr, sehr gut aus, aber er kommt auch nicht über die Hilfe, da er doch ein bisschen zu gerade war, aber Rang 16 reicht auf jeden Fall, damit er im zweiten Durchgang mit dabei ist. Harry Olli. Vielleicht klingt ihm das gleiche wie seinem Teamkollegen, aber er hat deutlich weniger Aufwind. Vielleicht könnte er einfach einen besseren Sprung schaffen, was im Moment auch so aussieht. Er verhungert er zwar ein bisschen nach unten, aber 142 Meter Rang 7. Da wäre mit ein bisschen mehr Aufwind deutlich mehr möglich gewesen, aber 142 Rang 7 ist dann doch eine sehr gute Sache. So, was haben wir hier? Wir haben noch 2 für 5 oben. Das heißt, bis Rang, inklusive Rang 25, was Manuel Poppinger ist, ist mit dabei im zweiten Durchgang. Gut, vielleicht schafft es auch noch Lars Antonissen. Wir werden sehen, was Manuel Fetten dazu sagt, denn er hat da auch guten Aufwind. Auch er kommt wieder gut weg, gleich wie in der Qualifikation. Auch sehr hoch, aber er kommt nicht an die Führenden ran. 143,5 Meter, die Noten waren nicht die besten, deswegen Rang 7. Aber er kämpft auf jeden Fall auch noch um den Sieg mit dem zweiten Durchgang. Vielleicht gelingt es auch Michael Heiberg. Wir werden sehen. Habe ich komischerweise kleine Bugs, glaube ich, hier. Anzeigefehler. Aber er kommt auch doch noch gut runter. 141 Meter. Rang 12. Ist zwar nicht ganz vorne mit dabei, aber auch doch noch gut mit dabei. So, und wenn mich nicht täusche, haben wir noch drei Leute oben. Das ist bis inklusive Rang 27, was noch immer Manuel Poppinger ist. Die drei müssen noch zittern. Willem Rhodes wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Aber vielleicht noch Lars Antonissen. Wir werden sehen. Johann André Forfang. Auch eher guten Aufwind. Aber er hat auch nicht den perfekten Absprung hier. Aber er dürfte trotzdem gut runtergehen. Rang 30 mit 136 Meter. Lars Antonissen ist mal mit dabei. Und Sebastian Colleré. Also, ja, zwei sind noch um. Blödsinn. Na, Johann André Forfang wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Was heißt, einer der letzten Podestspringer ist ausgeschieden. Höchstwahrscheinlich. Also, die beiden springen kürzer. Wir werden sehen. Lukas Schlawa. Lukas Schlawa kommt, glaube ich, auch sehr gut oben weg. Ja, der kommt schon wieder ins Segeln. Und damit ist Johann André Forfang weg und Lukas Schlawa auf Rang 11. Also da geht auf jeden Fall noch was. Bei all die
weiter vorne mit dabei sind. Bis Rang 10 würde ich sagen, kämpfen alle noch um den Sieg mit. Wir werden sehen, was jetzt noch Marinus Kraus macht. Vielleicht ist auch noch Sebastian Colloredo mit dabei oder auch nicht. Wir werden sehen, was Marinus Kraus jetzt macht. Der Wind würde auf jeden Fall passen. Der Absprung war nicht der beste. Das heißt, ihr müsst einfach nur schauen, dass er jetzt weit genug runterkommt. Nee, auch er ist nicht dabei. Rang 32 nur. Unglaublich aber wahr. Die wechselnden Bedingungen haben zwei der letzten drei Podestleute bezwungen. Also man sieht hier auf Rang 31 und Rang 32 Johann Antefong bzw. Marinus Kraus, die letztes Mal so krass dominiert haben. Also man sieht hier ist wieder mal, weil ich eben springe, vom einen vom anderen mal einfach das ganze Feld umgedreht. Der am besten dasteht, ist natürlich Lukas Schlawer und Robert Kranjec, die hier doch, natürlich alle, die hier über 40 sind, bis Rang 10, sagen wir jetzt Rang 11 an dieser Stelle. Lukas Schlawer steht auch noch gut da. Ja, wir werden sehen, was im zweiten Durchgang passieren wird. Und wir hatten drei sehr gute Sprünge, die wir uns jetzt nochmal ansehen. So, und hier kommen die besten drei nochmal. Wir starten mit Shohei Tochimoto. Schon sehr, sehr früh Rang 19. Also Rang 19, sage ich wieder, Startnummer 19. Er ist sehr gut weggekommen oben, hat am wenigsten Wind von den angehabt, ist sehr stabil runtergekommen und 145 Meter durchschnittliche Note ist reicht dann für Rang 3. Hier mit einem Andreas Sternen, der auch am Anfang eher weniger Wind hat, der war auch der Hub von oben dann nochmal unten nochmal belohnt mit ein bisschen mehr Aufwind. Auch er hatte nicht die beste Landung, aber zumindest ein besseres Tochimoto. Und ganz zum Schluss Ilmir Hatsedinov, der mit der Startnummer 1 schon den besten Sprung hingelegt hat. Er war zwar einen halben Meter kürzer als der Rest, aber hatte die schönste Landung hingelegt hier noch. Und ja, haben wir es nochmal angesehen. Jetzt habe ich die Pause nicht vergessen dieses Mal. Das werde ich dann noch sehen beim Schneiden, dass hier ein bisschen eine Gruft ist zwischendrin. Ja, wie auch immer. Es ist so nebenher, aber auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin, springt schon brav weiter.